gar nicht rein ins Werk. Vielleicht kann ich da doch filmen. Hier haben sie jetzt in sich. Und eigentlich bleibe ich genau auf dieser Straße hier, aber vielleicht parken hier rechts und links jede Menge Fahrzeuge. Normalerweise. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier, aber da hinten, das ist jetzt die Autobahn. Nach der Autobahn parken, wie gesagt, normalerweise Fahrzeuge hier. Parken nicht immer günstig. Ja, es geht noch so, wie es ausschaut. Ist dann auch nur davor, es geht, steht heute mal recht ordentlich. Aber wirklich alle Mann. Ist nur davor bis an den Kreisel und an dem Kreisel fahre ich gleich die erste wieder rechts raus. Da müsste ich schon da sein. Wir bieten uns schon an. Es geht ja, wie es Katze macht heute. Wo brauchen wir den Radlader? Kann ich da hin fahren irgendwo? Oder lieber da vorne? Lass uns da ab noch von der Auto herfahren. Ja, oder so, genau. Einfacher sei, wie für dich da hinzufahren. Na gut, ich muss ja eh drehen irgendwo da oben. Und rückwärts noch hinstoßen und so abladen. Wir kommen von beiden Seiten hin. Okay. Na, ich komme Luft, aber bin ich auszufließen. Du bist hierbei, wünsch dir was. Ja. Ich wünsche mir Feierabend. Soll ich dir rauskommen und gucken mit dem Rückwärtsfahrer, oder? Naja, alles gut. Passt schon. Weiter in der Ober. Ja, das wäre schon am besten. Ich bin immer an der Seite, bleibe stehen, dann lade mal ab und dann passt das. Alles gut.
genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Gut. Die Abhänge. Bis gleich. Ich habe doch nicht gefühlt, dass jede Menge Leute vorbeigelaufen gerade reinkommen. Der Radlader steht hier neben drin. Jetzt fahre ich wieder rüber nach Wiesbaden und lade den 330. Könnte sein, dass er gleich wieder in der Nähe ist. Auf jeden Fall haben wir gleich eins. Ja, oder? An meine wahrscheinlich letzte Ladestelle für heute. Lade ich jetzt noch, wie schon 100 Mal gesagt, heute den 330. Das ist wieder eine blöde Laderei, weil der hat ja solche riesengroßen Ösen. Egal. Riesengroße Ösen. Ich sah sie einfach pelzig, da hält sich besser an. Der hat riesengroße Ösen. So. Muss ich wieder mit für eine Kette zu verzollen, muss ich wieder mit mehreren Ketten arbeiten. Halt als Kettenknecht. Der war schlecht. So, was hatten wir alles dabei? Ich habe heute Morgen schon mal geguckt, aber ich glaube, der hat nur einen Löffel dabei, beziehungsweise zwei. Einen am Backe, einen auf der Hals.
startet er nicht. Motorstart abgelehnt. Ja, warum?
Morgen. Freitagmorgen haben wir es gleich 7 Uhr. Bin mal wieder auf dem Weg nach Mannheim, das Pharmaunternehmen. Da hole ich den 39. Der ist fertig und der geht nach Hause. Gestern Abend ein bisschen angepisst. Ja, weiß nicht, ob man es gesehen hat. Bestimmt hat man es gesehen. Jetzt mal, weil ich wieder den Bagger putzen musste, weil das alles nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Das Laden. Dann, weil meine Kameras ständig ausgehen, bleiben dann irgendwas von Kamera überhitzt. Ja? Und wenn du sie angreifst, diesen eiskalt. Alles ein bisschen seltsam. Alles ein bisschen seltsam. Ja, der Fahnenwach kommt auf, Freunde der Sonne. Einfach rausfahren. Jawohl. Dritte Spur ist frei. Weiß ich wieder nicht, ob mein Ton geht. Katastrophe. Echt Katastrophe. Ich war jetzt gerade hier im Hof, hab Löffel und den Hammer abgeladen. Jetzt fahre ich rüber. Quasi Außenlage. Andere Seite vom Hof und stelle den Bagger dahin. Dann im Anschluss, ich habe keinen Plan, was ich dann im Anschluss mache. Es ist Freitag halb 10, eigentlich perfekte Zeit, um Feierabend zu machen. Müssen wir mal gucken, ob in Mainz vielleicht irgendeine Maschine fertig ist. In Wiesbaden ohne die Hebebühne wird noch nicht so weit sein. Weiß gar nicht, wo noch überall Bagger stehen. Ist ja weg. Keine Ahnung, wo der ist. So, schnell abhängen. GoPro.
Wobei die Baustelle an sich ist ja ganz, ganz schön. Nur die, das letzte Mal abbiegen, das ist immer bescheidener. Ich bin auf dem Weg nach Saarbrücken oder bin schon fast da. Bin schon in Saarbrücken. Ja, ich hoffe, es ist das letzte Mal. Ich musste hier noch zwischendrin kurz warten, weil Backe ist jetzt quasi unmittelbar hier fertig geworden. Wandblinker oder Blinker überhaupt, wer fahr doch hin, alles gut. Ja, fahr nur, alles gut, alles gut. Kommen und könnte quasi dann rechts hoch abbiegen in die Baustellenstraße quasi. Vorne 3,50, okay.
können auch unsere Kippsattel nicht durchfahren. Ich hatte das mit 3,50 Meter in Erinnerung gehabt. So, also gut. Auch ein neues. Ich sage, es ist nicht frei, ganz einfach darum, weil es in all den Tagen, die ich hergefahren bin, war es nur ein einziges Mal frei, das Eck vorne. Ja, das andere Rundschild steht rum. Das war ich aber nicht. Vorne noch drehen kann. Ich hoffe, dass ich hier vorne noch drehen kann. Sackgesicht, sorry. Aber ich meine dieses Mal, sonst steht glaube ich der hier immer. Ich meine, sonst steht der Corsa immer vorne. Heute war es mal kein Corsa, heute war es mal ein Escort. Was stimmt doch da nicht, ey. Irgendwas stimmt doch da nicht, weil das ist doch nicht normal, dass das so wackelt. Doch. Egal. So, Bagge. Ich könnte ja noch nicht einmal hier drehen. Wo fahrst du hin? Ah, okay. Rückwärts da hinten. Na super, das geht auch nicht. Okay, da muss ich halt vorwärts wegfahren. Das Auto da hinten. Ist ja dann wieder alles dabei an Löbel. Zwei Löffel voll.
ich da hinkomme. Dürfte normalerweise reichen. Läuft die Kamera noch? Läuft noch. Ich soll weiter rüber drehen. Ich weiß nicht, ob das da so reicht, um statt dass ich dann am Wackel vorbeikäme. Ich weiß es nicht. Die ich immer draußen habe, die geht nicht mehr. Niegelnagelneu geladener Akku drin. Die geht nach einer Minute aus. Keine Ahnung, was da los ist. Neuen Akku annimmt, dauert ewig, blinkt jetzt immer noch rot, irgendwann piepst es und dann weiß ich, dass der neue Akku quasi angenommen wurde. Jetzt habe ich wieder nicht das Laden gefilmt. Der Bagger bleibt wahrscheinlich über das Wochenende draufstehen, das weiß ich auch noch nicht genau. Gehe davon aus. Fahre ich da noch weg jetzt, je nachdem wo der hingeht. Das ist nix. Das ist nix. Thank you.
Werkstatttermin wurde gerade abgesagt. Eigentlich hätte das Fahrzeug später in die Werkstatt. Kann ich auch morgen meinen Kram machen, dann mein Tieflader mal wieder verräumen. Zusammenbau, habe ich mal direkt damit geschläft, aber ich verlaute gucke. Ja, ne? Weiß es nicht. Brutal. Brutal, echt. Irgendeinen Bagger wieder herbringen, weil irgendwelche Nacharbeiten und. Oder was vergessen oder. In meiner Halle. Ich lade heute Abend nicht mehr ab. Mache ich morgen früh. Komm morgen früh hoch, lade den Bagger ab. Muss meinen Tieflader endlich mal wieder zusammenbauen. Bei den 934, wenn ich das richtig verstanden habe, vorladen. Upsi. Jo. Muss ganz dringend Fett an die Tieflader machen. Muss meine Welle, meine Achsschenkel schmieren. Und gucken, ob ich das Eck davon herauspoliert krieg, wo ich die Barge gestern geschossen habe.